Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit 7 Tage, 7 Stempelsets in Anführungszeichen ab jetzt, weil es kommt noch eins dazu. Ich habe nämlich heute 2. Ich habe heute 2 Stempelsets, denn ist das jetzt nicht ganz so korrekt, ne? Plus extra. Nennen wir es so. Ja, was soll ich sagen? Es muss ja auch hier rein. Und ich glaube einfach nur, diese 5 Stempel hier sind für sich genommen sehr langweilig. Deswegen dachte ich, ich bringe das hier beides zusammen. Ja gut, ich denke, das sei mir verziehen. Ich brauche meine Stempelhilfe. Die habe ich hier schon mal liegen. Da haben wir sie. Weißes Papier habe ich auch. Versafine und mein Acrylblock habe ich auch. Die größeren werde ich hiermit machen. Die kleineren werden wir wieder mit dem Block machen. Das heißt, wir fangen mit den großen an. Na, komm her. Und da nehme ich euch jetzt natürlich mit. Ich überlege gerade, ob wir für jedes, also so ein bisschen das getrennt voneinander machen. Aufkriegen. So, das habe ich. Und dann müssen die daraus, die ganz kleinen, die müssen wir auch, muss ich nicht, werde ich aber mit meinem Acrylblock machen. Warum quietschst du denn jetzt? Also, ganz leise, wir quietschen nicht. Das tun wir nicht. Ich möchte das nämlich nicht, dass du quietschst. Ah. So, dann einmal zurück, relativ leise. Oh, du musst ein bisschen hoch, glaube ich. Und dann gucken wir mal. Weil ich glaube, das kann sehr nice werden. Ja, warte, ich muss noch mal am Rand ein bisschen Druck ausüben. Und dann sieht das Ganze so aus. Vielleicht noch mal drüber gehen. Vielleicht wird es dann an der Kante. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen mehr Druck einfach geben. So. Ja, alles gut. Alles gut an der Stelle. Mein Papier zusammenwuseln. Ich mache das mal wieder so. Okay, und dann mein Tuch, damit wir es erstmal sauber machen. Und dann kann der zur Seite. Ja, und dann gucken wir uns gemeinsam auf jeden Fall den hier noch an. Den legen wir hier gegenüber einmal hin. Dann schnappen wir uns den. Und auch da werden wir einmal ganz normal das hier drauf stempeln. Was war das für ein Satz? Ich weiß es nicht. Egal. Das sieht cool aus. Okay, das finde ich gut. Ich lasse euch das wieder im Schnelldurchlauf laufen und dann hören wir uns gleich auf jeden Fall wieder. Okay, ihr seht, also das scheint bei dieser Marke so zu sein, dass die Stempel, das hatten wir ja bei dem anderen Set auch, sich irgendwie nicht richtig ablösen lassen. Jetzt gucken wir uns das aber gemeinsam an. Ich dachte mir, ich nehme euch jetzt mal dazu. Jetzt weiß ich nicht, hilft das vielleicht? Moment, ich putze hier mal eben feucht drüber. So. Vielleicht ist da ein Schmierfilm drauf oder so. Das kann natürlich sein. Ja, schon trocken. Schauen wir mal. Schauen wir, wie es wird, weil so sehe ich natürlich jetzt nicht, was das ist. Aber ich muss sagen, gestempelt haben diese Stempel verdammt gut. Bis auf dieses
Und dieses Rad, was da drin war in dem anderen Stempelset, das war nicht ganz so toll. Da war ja ein kleiner Fehler drin. Aber das soll uns jetzt nicht abhalten. Wir hoffen jetzt einfach, dass das hier in dem Fall besser wird. Wie mache ich das denn jetzt? Mein Putztuch für den Stempel lege ich mir hier hin. Machen wir das erstmal so. Ja, wir gucken mal. Ich richte das schon hin, ne? So. Und dann... Viel gut. Also wie gesagt, ich finde, das Set stempelt wirklich sehr gut ab. Was halt nicht so schön ist, ist, dass das da hinten nicht drauf kleben bleibt. Wir probieren das jetzt mal aus. Ich putze mal den Stempel hier auch von hinten einmal ab. Das ist hier einfach nur was, also das ist einfach nur mit Wasser feucht gemacht. So, wo haben wir viel gut? Nirgendwo. Viel gut? Viel gut. Und dann wäre es schön, wenn das, also jetzt... Nee, es lässt sich relativ leicht ablösen. Es hält auch auf den Acrylblock super. Aber ansonsten, auch so kleben sie sehr gut miteinander. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ne? Es ist, das hatte ich auch noch nicht. Guck mal, man lernt auch nur Sachen dazu am Ende. Ne? Das ist einfach so. So, Badewanne. Die sieht auch gut aus. Also die Stempel sehen wirklich schön aus, finde ich. Also das kann ich nicht anders sagen. Also die Sets gefallen mir sehr, sehr gut. Auch von der Qualität fühlen die sich gut an. Also da kann man nicht meckern, muss ich sagen. Okay, ich würde vorschlagen, auch die lasse ich euch natürlich jetzt im Schnelldurchlauf laufen. Und dann hören wir uns gleich. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde, das sieht schon mal sehr nice aus. Das sieht sehr schön aus. Hier ist irgendwie was nicht richtig, würde ich behaupten. Vielleicht, ja, was unterlegen, dann klappt es vielleicht. Aber ansonsten finde ich die Stempel wirklich sehr, sehr schön. Egal von welchem Set, beide Sets finde ich sehr, sehr gut. Finde ich gut. Okay, jetzt kommen wir zu dem, was wir machen könnten. Ich habe mir wieder mit meinem Vintage-Papier... ich habe jetzt... Da, so, nehme die Seite. Da habe ich mir eine Seite ausgestanzt. Und da würde ich gerne, so sich mal einmal schauen. Also, wir hatten ja das, wo ich dann angefangen habe, den Tag mit einzutragen. Vielleicht das mit dem Wasser. Und dann könnten wir jetzt so ein bisschen Self-Care. Deswegen dieses Stempelset, weil das geht dabei um Self-Care. Nutzen, und zwar nehme ich das hier, oder nee, ich nehme das karierte hier, glaube ich. So, dann nehmen wir einmal den karierten Stempel, den gebe ich jetzt hier drauf, und dann brauche ich natürlich Stempelfarbe. Ist genau falsch rum, wie ich es gerade mache, also für meinen Geschmack gerade. Und dann gebe ich mir einmal das hier hin. So. Das finde ich gut. Wo ist mein Abstempelblatt? Einmal da alles wieder drauf. Einmal abputzen kurz. So. Selfcare ist ja eine ganze Menge vom Sport, von Kreativsein, von Yoga, von Pilates über, ich gehe einfach nur in die Badewanne. Ich werde mir jetzt, weil wir ja kreativ sind, diesen kleinen Kasten hier schnappen. Den
passt der hier drauf. Ansonsten ist das auch nicht schlimm, wenn ich so ein bisschen in das, genau, so reinkomme. Finde ich sehr schön. Mag ich auch gerne. Muss man immer so ein bisschen gucken, natürlich. Ich würde nicht zu viel reingehen, weil dann wirkt es dann auch nicht mehr ganz so cool. Aber da muss man dann halt selber immer schauen, ne? Wie man das halt gerne mag. Und dann gebe ich das hier zurück. So. Doch, das finde ich schon sehr gut. Würde ich da jetzt nur handschriftlich dran gehen? Ich glaube, ja. Guck mal, könnte da noch... Ja, wo habe ich denn jetzt meinen Stift? So. Also, wir haben heute den 18. Gut, hier passt jetzt Mai wunderbar natürlich rein. Und dann kann ich jetzt einfach hier mir meine Punkte aufschreiben, was ich vielleicht kreativ machen möchte. Vielleicht möchte ich heute stempeln. Stempeln. Mache ich ja gerade. Vielleicht möchte ich aber auch einfach nur meine ganzen Sachen, meine Kreativsachen sortieren. Das könnte ich mir auch als To-Do aufschreiben. Oder würde ich das mit dahin schreiben? Ach klar. Sortieren. Dann, das kann man super lesen. Das habe ich gut geschrieben. Schön. dann würde ich, was würde ich denn heute noch gerne machen? Mein Schreibtisch hier aufräumen. Das muss ich auf jeden Fall machen. Aufräumen. Okay, ich würde das wahrscheinlich quer machen. Also so, nicht so. Aber finde ich gerade so besser. Muss man dann gucken, ne? Also andersrum nochmal stempeln, wäre eine bessere Option an der Stelle. Mhm. Finde ich aber sonst ganz gut. Hier so ein Bildchen vielleicht mit bei. Vielleicht auch etwas, was einen daran erinnert. Jetzt ist es aber so, Selfcare ist natürlich nicht nur basteln, sondern wie ich auch gerade schon sagte, alles andere. In dem Fall vielleicht auch meditieren. Wer das also macht, ich mache das dann und wieder. Ist das gar nicht so schlecht? Ich überlege gerade, wie ich das am besten umsetze, weil ich die gerne immer mit da drinne hätte. Vielleicht auch einfach, wie man sich an dem Tag gefühlt hat oder so, dass man das damit beischreibt dann. Ist vielleicht eine ganz interessante Sache. Ich tue mal das hier zur Seite und nimm mal das. Und dann passt du. Nee, dann nehme ich den anderen. Dann nehmen wir einen anderen. Wir können auch den nehmen. Der würde dann auf den Stempelblock nämlich drauf passen. So. Dann gebe ich den einmal hier hin. Seht ihr noch alles? Ihr seht noch alles. Ah, ist ein bisschen schief geworden. Ist aber auch nicht schlimm. Ist ja nur eine Beispielseite. Das machen wir mal wieder sauber. Dann haben wir hier ja so ein kleines Männchen. Im Lotussitz, denke ich mal. Den gebe ich hier vor. Mhm. Packe ich den auch so weit weg, ne? Warum packe ich den so weit weg? Einmal abputzen. Da drauf. Ich mache das nachher wieder richtig sauber. Jetzt muss ich nur gucken. Meditation habe ich hier das Wort. Okay, einmal hier drauf. Und gebe das da drauf noch. Und habe auch das dann mit drin. Oder wenn ich Sport mache oder so, dann kann ich das hier aufschreiben. Vielleicht, wenn ich Sport drüber gebe, hier die Turnschuhe oder so, 15 Minuten Kraft, naja gut, eine halbe Stunde Krafttraining, 15 Minuten Ausdauer oder so, je nachdem, was man da halt auch gerade machen möchte, dass man das vielleicht auch mit da einträgt. Einfach auch für die Selbstmotivation, dass man so sieht, was habe ich da eigentlich gerade gemacht, und das finde ich gut. Ich weiß nur noch nicht, wie ich immer alles auf eine Seite bringen werde. Da gucke ich dann mal, das schaue ich dann mal. Okay, dann finde ich vielleicht noch ganz cool, ich nehme mir mal hier ein Papier, nehme ich das, weil mich lassen diese Stempel hier nicht in Ruhe. Stempelblock. Oh, ich habe den kleinen hier mitgenommen, das wollte ich
nicht. So, einmal hier. Einmal in die Stempelfarbe bitte. Passt das? Müsste passen. Einmal hier drauf. Sieht gut aus. Also die lassen sich optimal abstempeln, muss ich sagen. Auch einfach, also ich habe hier jetzt keine weiche Unterlage drunter oder so. Ihr seht, das geht wunderbar. Da muss ich sagen, sind manche Action-Stempel weniger gut. Dann schnibbel ich uns das mal aus. Huch, das ist vom Ausstanzen. Dann schnibbel ich uns das hier einmal aus. So. Der eine oder andere hat es gesehen, das ist noch so Weihnachtspapier. Aber die Seite ist ja ganz cool. Jetzt kommt nochmal meine Seite hier wieder her. Jetzt habe ich mich hier komplett verschrieben, will das alles richten und klebe das dann da so zum Beispiel drüber. Könnte man machen. Finde ich das gut? Da finde ich das nicht gut. Moment, ich muss mal hier meine Finger. Ich habe, bevor ich irgendwo Stempelfarbe hinschmier an den anderen Sachen, das möchte ich jetzt nicht. So, jetzt müsste das gehen. Hole ich mal mein großes Journal, wenn ich das hier hinkriege, so. Das kennen wir ja schon. Habe ich das hier ein? Ja, so. Jetzt nicht mehr. Blau, hier wird es. Seht ihr alles? Ihr seht alles, ja. In so einem großen Journal, wenn man das dann so mit drauf gibt, ist das Papier muss halt zusammenpassen, das ist ja klar. Das könnte auch schön passen. Weil da so ein bisschen Blau mit drin ist, ja. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann so als Randnotiz irgendwas mit dabei geben. Mhm, ja, und dann mit dem Größeren auf jeden Fall, vielleicht nicht gerade mit diesem Kleinen, finde ich gar nicht so schlecht. Und dann würde ich es wahrscheinlich noch mit Grau abstempeln, dass das nicht so extrem ist. Habe ich Grau gerade hier? Da habe ich Grau. Dann probieren wir das doch auch nochmal wenigstens in einem Grauton. Weil unterschiedliche Farben machen, haben natürlich dann auch nochmal eine unterschiedliche Wirkung. Ob das jetzt mit dem Papier so gut funktioniert, bezweifle ich. Aber wir probieren es einmal aus kurz. Warte, das machst du zu, damit wir hier nicht die Deckel verwechseln und alles. Dann einmal hier abstempeln nochmal. Das ist Memento-Farbe. Man sieht das immer nicht bei den Graus, ne? Moment, wir gucken einmal. So, ja, klappt. Das sieht dann so aus, als ob die Stempelfarbe einfach leer gewesen ist. Ne? Das ist ein bisschen Druck. Ja, das wieder zu. Das zur Seite. Ich schnibbel auch das nochmal aus. Den auch. Wie gesagt, farblich passt das jetzt alles nicht ganz so toll, weil ich da natürlich jetzt nicht drauf geachtet habe. Alles sauber? Nee, schon wieder nicht. Ich habe mir den Stempel da hingelegt. So. Dann einfach, dass wir mal so den direkten Vergleich haben. Wenn das nicht ganz so krass gestempelt ist, wirkt das auch nicht so, wie soll ich sagen, so fies. Sage ich das mal so. Oh, warte mal, hier hinten bei dem dunklen. Da könnte das vielleicht eher nochmal, ja, guck mal. Dann wirkt das, wie gesagt, nicht so viel. Farblich passt das jetzt alles gar nicht, das ist klar. Aber es geht ja eigentlich eher so darum, was kann ich damit machen? Und ich finde, das kann man sehr, sehr gut damit machen. Wenn wir das vielleicht hier ausschneiden und dann da drauf geben, wäre das natürlich besser. Diese Seite hier lege ich mir aber zur Seite als Muster einfach für mich auch letztlich. Ja, soweit, so gut. Das war die Idee dafür für heute. Ein Teil davon. Wir machen natürlich noch ein bisschen was mit den Sachen, das ist klar. Das lege ich wieder zur Seite. Das kommt da hinten hin. So, und ja, das war es eigentlich schon. Ne? Mehr mache ich heute damit nicht. Ich finde aber die Sachen gar nicht so schlecht. Ich greife nochmal hier hin. Ich mag das hier sehr, sehr gerne. Wie gesagt, dann das mit dem Wasser noch mit dabei. Dann vielleicht statt Meditation halt Sport. Oder wenn ihr wirklich hingegangen seid und euch einfach mal einen guten Tag gegönnt habt. Ihr seid, weiß ich nicht, so Maniküre, Pediküre, je nachdem. Jeder mag ja, hat ja so seine Dinge, die er gerne mag. Danach hat man einen schönen, ich weiß nicht, einen Ausklang gehabt, wo man dann noch vielleicht auch essen war oder so. Das kann man dann alles mit da eintragen. Ich denke, das ist ganz schön an der Stelle. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video.